Errechnen Sie die Gleichung der Gerade, die orthogonal zu y ist gleich m mal x plus c, m ungleich 0 ist und durch x0, y0 geht. So, dazu schauen wir uns zunächst mal ein Dreieck an, das Sie kennen. So, das ist nämlich dieses Dreieck hier. So, das ist ein Steigungsdreieck. Sie sehen, ich habe hier extra eine sehr große Einheit gewählt. Habe ich hier die Länge 1. Und wenn ich 1 rausgehe bei einer Geraden, dann muss ich m nach oben gehen. Also das ist ein sogenanntes Steigungsdreieck. Jetzt soll die Gerade orthogonal sein. Orthogonal heißt, dass ich hier in einem rechten Winkel gehe. So, also hier, hier das hier so orthogonal runter. So, und ich habe hier einen rechten Winkel hier oben. Und dann geht das orthogonal hier weiter. Und ich ziehe jetzt einfach hier bei diesem Dreieck so noch ein bisschen runter. Ja? So, diese Länge. Dann sehen Sie, dann habe ich hier ein rechtwinkliges Dreieck. Ein rechtwinkliges Dreieck mit Höhe 1. Und die Grundseite, die läuft irgendwie achsenparallel zur y-Achse. Also habe ich hier die Höhe 1. Und hier diese Länge hier, die ist m. So, und das hier, das was Sie hier sehen, das ist die Steigung der Normalen. Die Steigung der Normalen. Und Sie sehen, wenn die Steigung der Geraden, wenn die Steigung der Geraden positiv ist, dann ist die Steigung der dazu senkrechten, nennen wir die einfach mal n, negativ. Also m und n haben verschiedenes Vorzeichen. So, das müssen wir uns merken. So, und jetzt habe ich hier ein rechtwinkliges Dreieck mit Höhe 1. Und bei diesem rechtwinkligen Dreieck ist es so, da gilt der Höhensatz. Ist h Quadrat gleich p mal q. P und q sind die jeweiligen Abschnitte auf der Hypotenuse, die jeweiligen Abschnitte, in die Hypotenuse durch die Höhe eingeteilt wird. In unserem Fall ist die Höhe 1, also gilt 1 zum Quadrat gleich p, dann nehmen wir das m mal q. Und das n muss ich hier negativ sehen, weil m und n haben ja verschiedenes Vorzeichen. Also m mal minus n. So, und jetzt wollen wir die Steigung n berechnen. Das heißt, wir müssen diese Gleichung nach n auflösen. Also haben wir 1 gleich m mal n. Jetzt müssen wir die Gleichung nach n auflösen. Da sehen Sie, muss ich durch m teilen. Muss ich durch m teilen. Das m ist aber nicht 0, deswegen darf ich das. Also habe ich 1 gleich minus m mal n. Genau dann, wenn die Steigung n ist minus 1 durch m. Also die Steigung der orthogonalen Geraden ist minus 1 durch m. Jetzt soll die orthogonale Gerade durch den Punkt x0, y0 gehen. Und dann kann ich die Punktsteigungsform der Geraden angeben, das ist 1 durch m mal x minus x0 plus y0. Und das ist die Gerade, die orthogonal zur Geraden y gleich mx plus c ist, die durch den Punkt x0, y0 geht.